ist flüssige Borsäure. Das ist jetzt ein Mittelwellensender. Den habe ich von Stefan nachgebaut. Da habe ich von ihm ein Bild bekommen. Habe ihn erst nicht richtig zum Schwingen bekommen. Jetzt funktioniert er ganz gut. Oben Audio rein. Hier plus 9 Volt. Hier minus. Ich betreibe den mal mit dem Netzteil. Genau 9 Volt. Jo. Ah, okay, irgendwie habe ich keine Modulation mehr, genau. Sollte ich das vielleicht mal wieder festmachen, wieder da rein. Okay, Audio Plus und Masti Minus. Das ist auch ein Minus. Genau, hier oben müsste Minus drauf liegen. Ja, genau. Geht einmal frei. Nur Reichweite hat er nicht viel. Geht schon fast auf. Bin jetzt hier auf 617 AM. Ich schau mal auf FM. FM unterdrückt hier ganz gut. Aber ich glaube, ich übermoduliere auch ein bisschen. Aber mit dem geht es auch, mit dem muss ich nur näher ran. 621, dann geht es auch. Sobald ich mit dem weggehe, wird es schlechter. Und jetzt geht's. Mal schauen. Gut, geht auch, viel Reichweite hat er nicht. Ich glaube, mit dem Scanner geht es dann immer noch am besten. Oder hier. Genau. Ja. Weil ich neugierig bin, habe ich mal das Oszilloskop an Minus und am Antennenausgang angeklemmt. Und hier sieht man die Amplitudenmodulation. Ist etwas anders, weil es ohne Filter. Hier sieht man es besser. Hier sieht man das Audio jetzt. Jetzt, wenn ich das Audio mal wegmache, ist es still. Und hier, ich glaube, ich tue ein bisschen übermodulieren, so wie es aussieht. Mal auseinanderziehen wieder. Mal größer. Audio weg. Audio ran. Sieht ganz gut aus. 617,4. Und wenn ich damit Audio moduliere, gut, dann spinnt die Frequenzanzeige total hier auf 228, 300. Ja, so sieht der Ausgang aus. Ich habe da etwa 400 mV plus, 400 mV minus. Ist ein recht schwaches Signal für ein Radio, aber es funktioniert. FM eigentlich gar keins, aber gut ist AM. Sind aber echt sehr viele Höhen drin. Ja, das wäre jetzt eher das Audio. Jetzt, wenn ich beim Oszillator hier, nach dem Emitter hier, geht ein Widerstand rüber auf den Modulator, und wenn ich da messe, von da auf messe, dann habe ich, obwohl ich eine gute Modulation habe, hier eine absolut stabile Frequenz, okay. Jetzt stimmt die Frequenz 617 MHz, aber die ist auch stabil. Ja. Genau, so sieht das da aus, 100 mV mal 50 mV runter. Ja. Da wackelt nichts. Ich kann mal 10 machen. Und es nach links drehen. Jetzt, wenn die Frequenz moduliert werden würde, dann würde das hier etwas wackeln. Und das wackelt nicht. Ja, weil triggern tut er ganz von Anfang, von der ersten. Ich glaube, hier sieht man, dass es ganz leicht wackelt.